بالرسول بذاك أن الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثمانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام والرسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Das Thema von heute ist: Mohammed zwang niemanden zum Islam, sallallahu alaihi wasallam. Es gibt heute ein Vorurteil, was immer wieder von Islamhassern propagiert wird, und das heißt, der Islam wurde durch das Schwert verbreitet, der Islam wurde durch Zwang verbreitet. Prinzipiell widerspricht diese Aussage 6 Punkten. Erstens der Logik, zweitens der Gegenwart, drittens der Geschichte, viertens der Überbleibsel von Nichtmuslimen in islamischen Ländern, fünftens klaren Koranversen, sechstens der Sunna des Propheten alaihi salat wa salam und seiner Biografie. Also, erstmal die Logik. Wie soll man jemanden davon überzeugen, dazu zwingen, an den Islam zu glauben? Wie soll ich ihn dazu zwingen? Wie soll ich diese Kraft haben, als eine kleine Gruppe von Arabern von der arabischen Halbinsel, die Byzantiner und die Sassaniden, die damaligen Weltreiche, dazu zu zwingen, den Islam anzunehmen? Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Außerdem ist das nur etwas, was dem Islam noch mehr schadet. Denn würde man jemanden zum Islam zwingen, dann wird er ein Heuchler. Und der Koran sagt uns, dass die Heuchler die schlimmsten Feinde des Islams sind. Ein Heuchler ist jemand, der sich äußerlich als Muslim zeigt, aber innerlich den Glauben verweigert, um dem Islam zu schaden. Das heißt, für einen Muslim bringt es überhaupt nichts, jemanden zum Islam zu zwingen, weil er sich damit nur selber schaden würde. Das heißt, von der Logik her wird der Muslim von vornherein sagen, warum soll ich diese Person dazu zwingen, den Islam anzunehmen, wenn ich diese Person dazu zwinge, den Islam anzunehmen und er ist innerlich gar nicht überzeugt, dann wird er ein Heuchler, das heißt jemand, der von innen versucht, den Islam kaputt zu machen, und der Feind, der außerhalb meines Hauses steht, ist weniger gefälscht als der Feind, der in meinem Haus drin wohnt. Das heißt, von der reinen Logik her, vom gesunden Menschenverstand her, würden die Muslime solche Taten von vornherein unterlassen, weil sie nach Koran verstehen würden, dass dies ihnen nur mehr Schaden bringen würde, nämlich gefährlichere Feinde. Die zweite Sache ist die Gegenwart. Heutzutage ist der Islam die schnellst wachsende Religion im Westen. Wer zwingt die Menschen dazu, den Islam anzunehmen? Und nicht nur im Westen, in Indien, in den verschiedensten Ländern, in Afrika, nehmen jährlich Tausende den Islam an. Wer zwingt die? Welche Armee kann heute irgendwo hingehen und Menschen dazu zwingen, den Islam anzunehmen? Nirgendwo. Das heißt, hier wird keiner gezwungen, den Islam anzunehmen. In der Gegenwart nehmen Leute den Islam an, weil sie davon überzeugt sind. In Deutschland ist der Islam die mit Abstand schnellst wachsende Religionsgemeinschaft, obwohl Evangelikale, Baptisten, Zeugen Jehovas viel mehr finanzielle Möglichkeit haben als die Muslime. Das heißt, wenn wir heute Argumente haben in einer modernen Zeit, wo die islamischen Länder unterdrückt sind, welche Argumente hatten die Muslime dann erst in einer Zeit, wo die islamische Gesellschaft die globale Wissensgesellschaft war? Mit anderen Worten, die Gegenwart bezeugt was anderes. Wenn wir in der Gegenwart keinen Zwang brauchen, um Menschen vom Islam zu überzeugen, dann brauchten wir erst recht in der Vergangenheit keine Gewalt, um Menschen vom Islam zu überzeugen. Und übrigens, mit Gewalt kann man sowieso keinen überzeugen. Dann die Geschichte zeigt das. Die Geschichte zeigt uns, dass es kein einziges Beispiel gibt, wo jemand zum Islam gezwungen wurde. Man soll uns ein einziges Beispiel zeigen in der Geschichte, wo man ganz klar sagen kann, hier wurde jemand zum Islam gezwungen. Hier wurde zu jemandem gesagt, nimm den Islam an oder wir machen dich platt.
Man soll uns die Beispiele zeigen. Man soll uns das Beispiel zeigen aus der Zeit des Propheten, Friede und Segen mit ihm, wo er jemanden das Messer an den Hals gelegt hat, gesagt, nimm den Islam an oder wir schlachten dich ab. Und deswegen ist natürlich jemand, der so handelt, jemand, der in unseren Augen nicht nach den Richtlinien des Islams handelt. So. Dann schauen wir in Westafrika. Welche islamische Armee gab es dort jemals? Ist dort jemals eingeflogen? Welche islamische Armee ist nach Indonesien gegangen? Das größte islamische Land von der Bevölkerungszahl her. Indonesien ist das größte islamische Land von der Bevölkerungszahl. Da gab es niemals eine islamische Armee. Jetzt könnte jemand einwenden, ja, aber es gab doch Eroberungskriege. Dann sagen wir, ja, das stimmt. Diese Eroberungskriege waren dazu da, um das islamische Gebiet einzunehmen, aber nicht, um die Menschen zum Islam zu zwingen. Weil, wie ich schon gesagt habe, jemand zum Islam zu zwingen, bringt den Muslimen nur Schaden. Es bringt ihnen keinen Nutzen. Der nächste Punkt ist, und der bezeugt auch, dass die Menschen nicht gezwungen worden ist, sind die Überbleibsel. Der vierte Punkt. In den arabischen Ländern gibt es noch heute Millionen von koptischen Christen oder Millionen von Christen der verschiedensten Konfessionen, der verschiedensten Gruppen, vor allen Dingen natürlich koptische Christen, orthodoxe Christen, in den arabischen Ländern, noch heute. Das heißt, das sind Christen, die seit Jahrtausenden Christen geblieben sind. Seit Jahrtausenden. Beziehungsweise seit circa 1400 Jahren, um genau zu sein. In diesen fast 1400 Jahren hätten die Muslime diese Leute mit Leichtigkeit ausrotten können. Jahrhundertelang waren die Muslime eine Weltmacht. Keine NATO, keine UNO, niemand, keine internationale Kraft hätte irgendwie eingreifen können, wenn die Muslime vorgehabt hätten, die Christen in den entsprechenden Ländern abzuschlachten. Und noch heute gibt es Tausende von Kirchen in den islamischen Ländern, die es seit Jahrhunderten dort gibt. Riesengroße Kirchen im Gegensatz zu dem Schwachsinn, den verschiedene Politiker und Hetzer hier in Deutschland erzählen. Tausende Kirchen in den islamischen Ländern. Wenn diese Leute doch dazu gezwungen worden wären, den Islam anzunehmen, dann wäre doch das Erste gewesen, dass man die Kirchen alle niederbrennt und zerstört und die Leute platt macht. Es wäre einfach für sie gewesen zur damaligen Zeit. Alleine das Osmanische Reich war Jahrhunderte eine Weltmacht. Es wäre für sie ein leichtes gewesen, die Christen und die Juden auszurotten in den muslimischen Ländern. Aber ganz im Gegenteil. Juden sind in islamische Länder geflüchtet, als sie in Europa Pogrome befürchtet haben. Das ist die Realität. Und jetzt kommt natürlich wieder der Superstauspruch, ja, warum gibt es denn heutzutage so viel Gewalt in den islamischen Ländern, bla bla bla. Erstmal, was ist Gewalt? Wie definieren wir Gewalt? Wir können noch sagen, warum ist New Orleans die zweitkriminellste Stadt der Welt? Ah, weil das eine westliche Stadt ist. Warum ist die drittkriminellste Stadt der Welt? Warum ist Kapstadt die zweitkriminellste Stadt der Welt? Ah, weil da Christen leben, oder wie? Warum ist Caracas, oder weil der Westen dieses Land kolonisiert hat? Und warum ist Caracas die kriminellste Stadt der Welt? Ist auch Gewalt. Viel Gewalt. Warum gab es den Ersten und Zweiten Weltkrieg in Europa? Und sind die Probleme, die wir jetzt in den islamischen Ländern haben, nicht in Wirklichkeit Überbleibsel von dem Dilemma, das der Westen den islamischen Ländern durch die Kolonisation zugefügt hat, beziehungsweise was einige westliche Länder den islamischen Ländern zugefügt haben? Das ist ein Geburtsfehler. Ja, diese Länder waren bis vor kurzem gar nicht unabhängig gewesen, weil sie kolonisiert worden sind, weil sie terrorisiert worden sind. Und die brauchen dann eine Zeit lang, bis es dann dort Frieden gibt. Wie viele Kriege gab es in Europa? Wie viele Menschen sind im 30-jährigen Krieg gestorben? Wie viele solche Kriege gab es zur selben Zeit in islamischen Ländern?
Gar nichts. Es ist gar nicht vergleichbar. Die Todeszahl durch Kriege in den islamischen Ländern ist absolut nicht im Entferntesten vergleichbar mit der Todeszahl von Menschen, die in Kriegen in Europa, in westlichen Ländern gestorben sind. Das sind historische Tatsachen. Aber da kommt natürlich dann irgend so ein Schlaumeier von den von rechten Parteien oder von Islamhassern, erzählt dann irgendwas von 217 Millionen getöteten Menschen durch die Kriege der Muslime, was absolut historisch kein Hand und Fuß hat. Und das haben wir schon in einem Vortrag widerlegt, Pierre Vogel widerlegt Rechtspopulisten. Man kann es sich gerne angucken, weil wir reden dort von historischen Fakten und zeigen, dass die Zahlen, die dort aufgezählt werden, von 217 Millionen, die angeblich getötet worden sind, völliger Humbug sind. So, Überbleibsel. Beispielsweise auch die Jesiden im Irak. Eine absolute Minderheit. Seit fast 1400 Jahren leben sie unter den Muslimen. Hätten die Muslime es richtig erachtet, zur Zeit der Kalifen, zur Zeit, als die Scharia geherrscht hat, über 1000 Jahre, dann gäbe es keinen einzigen Jesiden mehr. Dann gäbe es keinen einzigen Jesiden mehr. Aber das zeigt, dass in den Ländern, die mit der Scharia geherrscht haben, die Jesiden nicht getötet worden sind, nicht zum Glauben gezwungen worden sind, sonst wären sie ja schon alle weg. So. Dann. Der fünfte Punkt ist Vers aus dem Koran. Zum Beispiel, ganz berühmt, Sure 2, Vers 256, La ikraha fid-din. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Das heißt, und übrigens mit Zwang ist nicht gemeint, dass ich jemandem sage, ja, dass ich jemandem sage, wenn du den Islam nicht annimmst, gehst du in die Hölle. Denn das ist das, was der Prophet a.s. dazu macht. Das hat nichts mit Zwang zu tun. Zwang ist, wenn ich ihm das Messer an die Kehle halte und sage, nimm den Islam an oder ich töte dich. Und um das mal zu illustrieren, was das für ein Schwachsinn ist, zu sagen, man dürfe die Menschen nicht zum Islam zwingen, indem man ihnen sagt, dass sie in die Hölle gehen, wenn sie den Islam nicht annehmen, lese ich einfach mal aus dem Buch Rahiq al-Maktum vor von Safi Rahman Mubarak Furi, ein großer Gelehrter aus Indien. Und er erwähnt hier in diesem Sira-Buch einen Hadith, der in Bukhari steht. Und da gibt es verschiedene Hadith-Nummern, 2753, 3525, 3527, 4771. Man kann es auf jeden Fall in Bukhari finden. Ja. Und da steht, dass der Prophet, als er aufgefordert wurde, die Botschaft öffentlich zu verkünden, beim ersten Mal, als er sie öffentlich verkündet hat, was gemacht hat. Er ist mitten in die Innenstadt von Mekka gegangen, nämlich zum Berg Safa, der direkt an der Kaaba war. Und die Kaaba war damals sozusagen Innenstadt von Mekka. Da kamen die Leute hin, da waren 360 Götzen, ja, und da waren die Menschen versammelt. Was hat er gesagt? Er hat angefangen, hat gerufen, wa subaha, wa subaha. Das wäre ein SOS-Ruf. So als wenn man ruft, Hilfe, Hilfe, so ähnlich, damit die Leute alle kommen. Und als die Leute alle zusammengekommen sind, sagte er, was würdet ihr sagen, wenn ich euch erzähle, dass dort im Tal ein Heer ist, die über euch herfallen wollen, die euch angreifen wollen? Würdet ihr mir glauben? Sie sagten, ja, denn wir haben von dir noch nie eine Lüge gehört. Daraufhin sagte er, فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدِي أَذَابٍ شَدِيدٍ. So bin ich euch ein Warner vor einer heftigen Strafe. Das Erste, was er ihnen sagt, ist, guck mal, ihr glaubt mir, ihr bezeugt selber, dass ich nie eine Lüge gesagt habe. Das heißt, ihr müsst mir auch jetzt glauben, hier, ich bin euch ein Warner vor einer heftigen Strafe. Das Erste, was er also in seiner öffentlichen Dawa erwähnt, ist die Strafe. Dann fragen wir, ist jemand, der bei der öffentlichen Dawa mitten in der Innenstadt die Strafe erwähnt, ist er dann auf dem richtigen Weg? Wie Mohammed a.s. dazu, oder ist er auf dem falschen Weg? Dann kommen Leute, sagen, ja, wir leben hier in Deutschland, da gab es da gab es das Mittelalter etc. Dann sagen wir, Moment mal. Welche Situation ist gefährlicher? Die Situation des Propheten in Mekka oder unsere Situation hier in Deutschland? Das ist doch nicht dein Ernst, oder?
unsere Situation hier in Deutschland ist gegen die Situation der Muslime in Mekka ein Hilton-Hotel mit 5 Sternen. Die wurden teilweise gefoltert und auf offener Straße getötet und niemand konnte den Mörder anzeigen. Weiter. Dann ruft er die einzelnen Stämme auf. Ja, Masha Quraysh, ishtaru anfusakum min Allah, ankifu anfusakum min Allah. Erstmal, oh Quraysh, ich erwähne nicht alles, was erwähnt wird, nur um zu illustrieren, dass der Prophet vor der Hölle gewarnt hat. Er sagt, oh ihr Leute von Quraysh, rettet eure eigenen Seelen vor dem Feuer. Dann sagt der Bani Ka'b ibn Lu'ay, ankifu anfusakum min Allah. O Bani Ka'b, also das dritte Mal jetzt die Strafe erwähnt. O Bani Ka'b ibn Lu'ay, ankifu anfusakum min Allah. Dritte Mal. Dann Bani Murra bin Ka'b, ankifu anfusakum min Allah. O Bani Ka'b ibn Murra, rettet eure Seelen vor dem Feuer. Dann weiter. Bani Murra bin Ka'b, ankifu anfusakum min Allah. O Bani Murra bin Ka'b, rettet eure Seelen vor der Hölle. Dann weiter im Text. Ja, dann weiter im Text. Ja, Mashar Bani Abd Manaf, ankifu anfusakum min Nar. Hier, sechste Mal. Dann. Ja, Bani Abd Shams, ankifu anfusakum min Nar. Dann, also, rettet eure Seelen vor dem Feuer. Ja, Bani Hashim, jetzt zum siebten Mal. Oder habe ich mich schon verzählt? Achte Mal. Ankifu anfusakum min Nar. Rettet eure Seelen vor der Hölle. Dann. Ja, Mashar Abd al-Muttalib, ankifu anfusakum min Nar. Dann am Ende. Ja, Fatima bin Muhammad. Ich habe jetzt etwas übersprungen, weil dazwischen noch andere Sachen kamen. Weil ich möchte ja darauf hinaus, es geht ja hier nur darum, dass der Prophet die Hölle in der Dawa erwähnt hat. O Fatima bin Muhammad, Rasulillah, salini ma shi'ti min mali, ankifu nafsaki min Nar. O Fatima, Tochter von Muhammad, frag mich von meinem Geld, was du willst, rette deine Seele vor der Hölle. Das heißt, der Prophet a.s.w. erwähnt hier in der ersten öffentlichen Rede einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal die Hölle. Zehnmal das Feuer. Bei Leuten, die nicht an den jüngsten Tag geglaubt haben. Und dann erzählt heute jemand, es sei nicht von Weisheit, es sei nicht vom Weg des Propheten, bei Leuten, die sowieso schon durch ihre Religion an die Hölle glauben, nämlich die Christen, die Hölle zu erwähnen. Und das sei Zwang im Glauben. Das heißt, der Prophet hat den Koran selber nicht verstanden. Im Koran steht, zwinge niemanden zum Glauben. Und der Prophet hat sie gezwungen. Die Hölle zu erwähnen, hat nichts mit Zwang zu tun, sondern hat was damit zu tun, jemanden die Auswirkung seines Unglaubens klar zu machen. Wenn du zu einem Arzt gehen würdest und der Arzt diagnostiziert, dass du Krebs hast und sagt zu dir, wenn sie nicht umgehen, so schnell wie möglich ins Krankenhaus kommen, gehen und eine Chemotherapie machen lassen, dann werden sie sterben. Wirst dann sagen, ja, der Arzt hat mich gezwungen, eine Chemotherapie machen zu lassen. Wenn du zu einem Arzt gehst und der diagnostiziert, dass du Diabetes hast und zuckerkrank bist und der Arzt sagt, sie sind zuckerkrank, sie müssen ab jetzt Insulin nehmen. Sagst du dann, der Arzt hat mich gezwungen, Insulin zu nehmen? Oder sagst du, der Arzt hat mir angewiesen, Insulin zu nehmen, weil er für mich das Beste wünscht und weil er will, dass ich gesund werde? Was wäre mit einem Arzt, der bei dir feststellt, dass du eine tödliche Krankheit hast und der dir das verschweigt? Weil er Angst hat, dir weh zu tun. Das wird dir bestimmt weh tun. Stell dir mal vor, du gehst zum Arzt und der Arzt sagt dir, du hast eine tödliche Krankheit. Das würde 100% jedem weh tun. Er würde vielleicht sogar danach weinen. Aber der Arzt sagt das dir trotzdem. Warum? Weil das seine Verantwortung als Arzt ist, dir klar zu machen, wie gefährlich deine Krankheit ist. Und wenn der Arzt diese Krankheit dem Patienten verschweigen würde, dann würde er danach von der Krankenkasse einen draufkriegen und der Arzt könnte sogar damit rechnen, ins Gefängnis zu gehen. Wenn ein Arzt etwas, eine tödliche Krankheit diagnostiziert und verheimlicht diese Krankheit und der Patient stirbt daran, dann kann er damit rechnen, ins Gefängnis zu gehen. Was ist erst, wenn wir wissen,
dass derjenige, der stirbt und vom Islam korrekte Informationen bekommen hat, für alle Ewigkeit in die Hölle geht, wenn wir ihm verheimlichen, dass der Islam die Wahrheit ist, und wenn wir ihm verheimlichen, welche Auswirkungen das hat. Was denkst du, was Allah zu dir sagen wird? Das ist der pure Schwachsinn. Und nochmal für den Letzten, damit er das kapiert. Wenn du zu einem Arzt gehst, und du hast Lungenkrebs, und der Arzt sagt dir das nicht, weil er Angst hat, dass du danach beleidigt bist, und er verheimlicht dir, dass du dich umgehend behandeln lassen musst, und du stirbst an dieser Krankheit, dieser Arzt kann damit rechnen, ins Gefängnis zu gehen, dafür, dass er das verheimlicht hat. Er hat seine Verantwortung als Arzt verraten. Und du würdest niemals zu diesem Arzt sagen, dieser Arzt hat mich gezwungen, eine bestimmte Behandlung an mir durchführen zu lassen, wie beispielsweise Chemotherapie oder ins Krankenhaus zu gehen, weil er mir gesagt hat, sie müssen umgehend in die Klinik XY und sich dort behandeln lassen. Du würdest niemals sagen, das ist Zwang. Also wie kannst du sagen, wir zwingen Leute zum Islam, wenn wir ihnen sagen, sie gehen in die Hölle, wenn sie den Islam nicht annehmen? Und Allah sagt im Koran, in Sure 3, Vers 19, Inna dini inda Allahi Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und Allah sagt in Sure 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ إِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Was schließen wir daraus? Dass derjenige, der vom Islam gehört hat und diesen nicht annimmt, für alle Ewigkeit in die Hölle geht. Allah sagt in Sure 4, Vers 159 bis 151, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفَرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Wahrlich, diejenigen, die nicht an Allah und die Gesandten glauben und versuchen einen Unterschied zu machen zwischen Allah und den Gesandten, indem sie sagen, wir glauben an die einen, glauben nicht an die anderen, und die wollen einen Zwischenweg einschlagen, jene sind die wahren Glaubensverweigerer. Das heißt, wenn jemand den Propheten Mohammed verweigert, was ist er dann? Dann ist er ein Glaubensverweigerer. Und was ist er dann, wenn ein Glaubensverweigerer, was ist er dann? Ein wahrer Glaubensverweigerer. Und was passiert mit wahren Glaubensverweigerern? Die werden in die Hölle gehen. Allah sagt in Surah At-Taghabun, die 64. Sura im Koran, والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. Aber diejenigen, die unsere Zeichen verleugnen und der Lüge, aber diejenigen, die den Glauben verweigern und unsere Zeichen der Lüge bezichten, das heißt den Koran der Lüge bezichten, sie sagen, das ist nicht das Wort Allahs, ja, das werden die Gefährten des Höllenfeuers sein. So. Allah sagt im Koran, Sure 5, Vers 17, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحُ ابْنَ مَرْيَمُ. Diejenigen sind ungläubig, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Der Prophet a.s. sagt in einem Hadith in Sahih Muslim, لَا يَسْمَعُ بِأَحَدُ مِنْ هَذِي الْأُمَّ لَا يَهُودِ وَلَا نَصْرَانِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Jeder, der von mir hört, egal ob Jude oder Christ, und dann sein Glauben nicht in dem bestätigt, womit ich gekommen bin, wird zu den Gefährten des Höllenfeuers gehören. Gibt es noch etwas Klareres? Und wer das verleugnet, ist selber raus aus dem Islam, weil er den Koran verleugnet. Der Koran ist hier klar und eindeutig. So, das nur dazu. Übrigens, in Sure 10, Vers 99 sagt Allah, أَفَأَنْتَ تُكْرِيُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. Willst du die Menschen dazu zwingen, Gläubige zu werden? Dann noch Beispiele aus der Sunna, die zeigen, dass der Prophet die Menschen nicht zum Glauben gezwungen hat. Einmal sind sie rausgegangen zu einer Schlacht, die heißt die Schlacht von Dhat al-Riqa. Und das war gegen Leute von einem arabischen Stamm, die den Propheten angreifen wollten.
Und unterwegs hat der Prophet a.s.w. sich hingelegt, weil er schlafen muss wie jeder Mensch, und sein Schwert an den Baum gehangen. Und plötzlich ist ein Feind gekommen, hat dieses Schwert vom Baum genommen und stand vor ihm mit dem Schwert und sagte: Fürchtest du mich nicht? Der Prophet a.s.w. sagte: Nein. Und da sagte er: Wer möchte dich jetzt vor mir retten? Der Prophet a.s.w. sagt: Allah. In manchen Überlieferungen wird gesagt, dreimal hat er das gesagt. Und in dem Moment fällt dieser Person, weil der Prophet diese Selbstsicherheit hatte, das Schwert aus der Hand. Und der diesem Mann fällt das Schwert aus der Hand und der Prophet nimmt das Schwert auf und sagt: Wer will dich jetzt von mir retten? Dann sagt der Prophet a.s.w. zu ihm: Bezeugst du, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist? Sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin sagt er: Nein, aber ich werde dich nicht bekämpfen und ich werde keinen unterstützen, der gegen dich kämpft. Was hat der Prophet a.s.w. zum Lauf gemacht? Er hat ihn laufen lassen. Eine Person, die ihn gerade töten wollte, hat der Prophet Frieden und Segen mit ihm laufen gelassen, obwohl er gerade ein Attentat auf den Propheten verüben wollte. Und der Prophet Frieden und Segen mit ihm nur durch Allah subhanahu wa ta'ala gerettet wurde. Dann gibt es die Geschichte von Umayr ibn Wahb. Das sind jetzt, wie gesagt, Beweise aus der Sunna, dass keiner zum Glauben gezwungen wurde. Denn der Prophet hätte diesen Mann auch nehmen können, hätte ihm das Schwert an den Hand zeigen können, hätte gesagt können: Nimmst du jetzt den Islam an oder ich schneide dir die Kehle durch. Aber was hat er gemacht? Obwohl dieser Mann sogar die Todesstrafe verdient hätte, er wollte den Propheten a.s.w. gerade töten, war der Prophet a.s.w. barmherzig mit ihm. Ja. Weil dieser Mann gesagt hat: Ich werde dich nicht bekämpfen, ich werde keinem helfen, gegen dich zu kämpfen. Und er hat den Islam aber gar nicht angenommen. Das heißt, die Bedingung, ihn laufen zu lassen, war hier, dass er nicht gegen den Propheten a.s.w. kämpft und keinen unterstützte gegen ihn kämpft. Wäre das Verständnis des Propheten Frieden und Segen mit ihm gewesen, die Menschen zum Glauben zu zwingen, hätte ihn gezwungen. Und deswegen sagen wir: Leute, die heute Menschen zum Glauben zwingen, folgen nicht dem Weg des Propheten. Dann Umayr ibn Wahb saß mit Safwan ibn Umayr an der Kaaba. Und er meinte, dass er den Propheten töten wollte, aber er hat Schulden, es muss sich immer um die Familie kümmern. Daraufhin sagte Safwan ibn Umayr: Ich werde mich um deine Familie kümmern. Mach. Umayr ibn Wahb nahm sein Schwert und machte sogar Gift an das Schwert und ging zum Propheten a.s. nach Medina. Und kam dort rein. Umar al-Khattab radiallahu anhu war sofort misstrauisch. Er hatte sofort Feind Allahs und Hund genannt, weil er wusste, das ist ein Feind. Und er hat das sofort gerochen: Dieser Mensch hat nichts Gutes vor. Jetzt kam Umayr ibn Wahb zum Propheten a.s. Und der Prophet und sagt zu ihm: Wofür bist du gekommen? Und er wollte sagen: Ja, es gibt hier Gefangene, ich besuchen will meinen Sohn und so weiter. Ja. Und dann sagt der Prophet: Sinngemäß, lüg nicht. Du saßt an der Kaaba mit Safwan ibn Umayr und du hast dieses und jenes gesagt und Safwan ibn Umayr hat dieses und jenes gesagt. Und dann hast du gesagt: Ich werde hingehen und ihn töten. Und bist hier hingekommen, um mich zu töten. So gesehen hat, sagte der Prophet sinngemäß. Was sagt du Umayr ibn Wahb? Er hat sofort den Islam angenommen, weil er gesagt hat: Niemand konnte das wissen, was dort an der Kaaba passiert ist, außer... Das konnte niemand wissen, außer wir beide. Also außer Safwan und Umayr. Das heißt, das beweist, dass du wirklich ein, ja, in Klammer, ein Prophet bist. Und so nahm Umayr ibn Wahb den Islam an. Man könnte jetzt sagen: Ja, okay, da hat er den Islam angenommen. Aber was ich hiermit sagen will, das zeigt zumindest, dass der Prophet a.s.w. kein blutrünstiger Mensch war, der rachsüchtig war. Er hätte auch sagen können: Ich vertraue dir nicht, du hast erst jetzt den Islam angenommen, wo wir dich gepackt haben. Und hätte ihn abschlachten können. Aber das zeigt die Barmherzigkeit des Propheten a.s.w. Bei der Eroberung von Mekka,
Was sagte der Prophet alaihissalam zu den Leuten, die ihm praktisch seit über 20 Jahren nicht gefolgt sind und seit Jahren bekämpft haben, teilweise Leute getötet haben, die mit ihm waren oder daran mitschuld waren, dass Leute aus seiner Familie getötet wurden? Was sagt er? Idhabu fa'antum tulaqa. Geht, denn ihr seid frei. Warum hat er sie nicht genommen? Er hat sie sowieso überwältigt. Sie hatten keine Chance, sich zu verteidigen. Hat sie alle hingelegt, hat sie abgeschafft. Er sagt, komm, nimm Islam oder ich schlachte dich ab. Hatte der Prophet alaihissalam nicht gemacht. Sondern er hat sie sogar freigelassen. Und er hat Safwan ibn Umayyah, der Sohn von Umayyah ibn Khalaf, einer der größten Feinde des Islams, die Person, die Bilal ibn Rabah radiallahu anhu so gefoltert hat, er hat ihm Zeit gegeben zu überlegen, um den Islam anzunehmen. Und frei rumlaufen lassen. Er hat ihn nicht hingelegt in eine Reihe, hat gesagt, jetzt nimmt den Islam oder wir schlachten euch ab. Sondern er hat diese Leute freigelassen. Und dadurch haben Leute den Islam angenommen, durch diese Barmherzigkeit, die vorher die größten Feinde des Islams waren, wie zum Beispiel Safwan ibn Umayyah und Ikrima ibn Abi Jahl. Und diese Leute wurden nachher Leute, die sich für den Islam eingesetzt haben, durch die Barmherzigkeit des Propheten. Aber was zeigt das? Diese sechs Punkte mit ihren Beispielen zeigen, dass es keinen Zwang in der Religion gibt. Das heißt, wir Muslime zwingen niemanden dazu, den Islam anzunehmen. Die Logik spricht dagegen, weil uns das selber nur schaden würde, Leute zum Islam zu zwingen. Die Gegenwart zeigt das Gegenteil, denn viele Menschen heutzutage nehmen den Islam an, ohne den geringsten Zwang. Die Geschichte zeigt das, es gibt kein Beispiel dafür in der Geschichte. Es gibt Beispiele dafür, dass Länder erobert wurden. Dafür gibt es Beispiele, das heißt, dass das islamische Gebiet ausgeweitet wurde. Aber nicht, dass die Menschen dort, sein einziger zum Islam gezwungen wurde. Es, die Überbleibsel der Nichtmuslime in den islamischen Ländern, die logischerweise nicht vorhanden sein könnten, wenn der Islam befohlen hätte, die Menschen zum Islam zu zwingen. Denn es wäre ein leichtes gewesen, die Jesiden beispielsweise innerhalb von 1400 Jahren, fast 1400 Jahren auszurotten. Es wäre ein leichtes gewesen, die Christen in den islamischen Ländern auszurotten. Ein leichtes gewesen. Es gab diese Pogrome nicht. Sondern ganz im Gegenteil, es gab sogar Rechte, dass sie in den Kirchen erzählen durften, was sie wollen und dass sie sogar unter sich nach ihrem eigenen Buch, das heißt Evangelium, Tora etc., richten durften. Das muss man mal sich vorstellen. So, dann die Koranverse, wie zum Beispiel Sure 2, Vers 255 und Sure 10, Vers 99, wo explizit gesagt wird, wie zum Beispiel Sure 2, Vers 255, La ikraha fi din, es gibt keinen Zwang im Glauben, und Sure 10, Vers 99, Afa anta tukriu nase, a hatta yakunu mu'minin, willst du die Menschen zwingen, dass sie Gläubige werden sollen, ja, und halt die verschiedenen Beispiele aus der Sunna, die ich gerade erwähnt habe, ja, die ganz klar und eindeutig zeigen, dass der Prophet alaihissalam nicht die Intention hatte, Menschen dazu zu zwingen, den Islam anzunehmen. Es wurde keinem mehr das Messer an die Kehle gelegt und gesagt, nimm den Islam an oder wir töten dich. Und deswegen sehen wir es auch als islamisch illegal an, so etwas heute oder in irgendeiner Zeit zu tun. Jazakumullah khairan, alles was richtig war, war von Allah und alles was falsch war, war von meiner eigenen, bescheidenen, schwachen Seele und vom Shaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.